und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Screenshot-Aufnahme unter Mac. Dies ist jetzt noch immer mit eingebauten Features und natürlich völlig kostenlos. Denn diese Programme, die hier benutzt werden, sind alle schon unter Mac OS X Lion verfügbar. Für alle, die sich nicht mehr erinnern können an das letzte Video, wie das Ganze denn funktionierte, jetzt ein kurzer Ausschnitt. Und jetzt Shift Command 3, hören direkt den Klack vom Foto. Und wir sehen jetzt auch, dass wir hier am Desktop bzw. Schreibtisch ein Bildschirmfoto angelegt haben. Also wir sind jetzt bei den komplizierteren Screenshots, obwohl die eigentlich auch nicht wirklich kompliziert sind. Also beginnen wir gleich mal. Wir drücken Shift-Command und 4 und wir sehen jetzt hier, dass wir so ein Fadenkreuz hier haben. Wir wählen hier einfach irgendeinen beliebigen Inhalt mal aus. Ich nehme jetzt einfach hier so ein bisschen und wir sehen, dass das Ganze schon auf dem Schreibtisch abgelegt wurde. Ah, das ist das Falsche, das hier. Und ja, das ist eben das, was ich gerade markiert habe. So, machen wir weiter mit der zweiten Funktion. Hierzu öffne ich mal, keine Ahnung, Safari nochmal. So, wir drücken jetzt Shift, Command, 4 und Space. Also Space ist die Leertaste natürlich. So, wir sehen, dass das jetzt so einer komischen Kamera wird. Und ich mache jetzt hier mal einen Screenshot. Und das Ganze funktioniert jetzt hier leider nicht, da ich aufnehme. Allerdings ist das eben dazu da, einzelne Fenster aufzunehmen. Das war's auch schon wieder. Danke fürs Zusehen. Tschüss.